Schön, dass ihr am Start seid aus Wien mit mir zusammen zu einer ganz besonderen Mission. Wir werden heute undercover bei Fährt sein, das Ganze direkt aneinander stellen mit einem Produkt, was wir mit Kamera bekommen. Das klassische Format, was ihr kennt, mit Kamera, VS ohne. Eine Mission, die mich etwas schmerzt. Fährt ist mir wirklich einer der Liebsten, wenn nicht sogar der Liebste im Bereich Döner. Und Leute, wisst es zu schätzen, Fährt ist ein Ehrenmann. Fährt hat die Einstellung, das lebt er und das macht er. Also zum einen ist das Ganze sein Lebenswerk und er ist einer von den wenigen Gastronomen, dem nicht egal ist, was ihr euch zuführt. Fährt ist darauf bedacht, dass ihr ein gutes Produkt esst, dass wer es Gutes esst und es euch danach gut geht. Geht zu 100 weiteren Läden und du wirst wahrscheinlich, oha, da ist Eis gerade runtergefallen, beinahe ihr auf den Kopf. Ich glaube es nicht, sie ist eine Millimeter, eine riesen Eisplatte. Boah, hätten wir Krankenwagen rufen müssen. Scheiße, ey. Naja, was ich sagen wollte, geht zu 100 weiteren Läden, mindestens 99 werden drauf scheißen, was ihr esst. So ist das. Also, wir werden losstarten, holen uns einen Undercover-Agenten und dann, lieber Pferd, ich hoffe, du verzeihst mir, aber Freundschaft gibt es in dem Bereich Dönerbewertung nicht bei mir, das weißt du. Und deshalb musst auch du heute dran glauben. Vorne ist er übrigens, also ich darf ihn nicht weiterhin bewegen. Ich werde mir hier einen Undercover-Agenten suchen und dann wird das hier durchgezogen. Guckt euch das an. Das war eine Eisplatte. Alles, was hier jetzt runtergefetzt ist, das hat bestimmt 2 Kilo gewogen oder so. Oder keine Ahnung wie viel. Auf dem Kopf Krankenwagen. So, ich musste noch Geld abhoben. Ja. Ja. So, jetzt gib mir noch Geld raus. Wir müssen ja auch gleich den Döner bezahlen. Und einen Undercover-Agenten womöglich auch. Was heißt womöglich? Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ja, mir wird die Tragweite auch erst jetzt richtig bewusst. Also auch ein Pferd muss natürlich, wenn das jetzt heute nichts wird, downgraded werden. Ne? Und ein bester Döner der Welt, und als das ist er bekannt, muss natürlich performen, wenn die Kamera nicht dabei ist. Es ist einfach so und da möchte ich auch kein Pferd in Schutz nehmen. Zum Schluss gibt man sein Produkt anderen Leuten in die Hand, gerade wenn man nicht da ist. Und für das beste Produkt der Welt, egal in welchem Bereich, brauchst du auch die besten Mitarbeiter der Welt. Wenn du da jemanden stehen hast, dem die Sache egal ist, der einen schlechten Tag hatte, der einfach kurz mal unaufmerksam ist, du brauchst Leute, die mit voller Konzentration dabei sind und auch Leidenschaft, sonst wird das nichts. Nett müssen sie auch noch dazu sein, sonst wird das Ergebnis auch geschmälert. Bei dem Produkt, ey, 1 Millimeter zu dick abgeschnitten und Feierabend. Scheiße, ey. Ihr werdet den Teil mit Kamera jetzt zuerst sehen. Ich drehe erst den Teil ohne, aber ihr werdet den mit zuerst sehen. Ich zeige euch auch den neuen Laden. Fährt hat einen ganz neuen Laden mit 3 oder 4 Spießen, riesengroß, zeige ich euch. Essen wir mit Kamera. Den Teil seht ihr jetzt zuerst. Also, wir sind bei Fährt am Start. Schon mal eine dicke Schlange. Fährt ist jetzt auch selber hinterm Tresen. Ihr werdet gleich noch was Lustiges erfahren. Undercover-Teil dieses Videos war wieder echt Chaos. Also da ist eine unerwartete Sache passiert. Ihr werdet es gleich sehen. Das war wirklich sehr unerwartet. Aber egal, wir gehen jetzt rein. Fährt ist selber hinab Tresen. Er hat mir auch erzählt, im Moment ist es sehr schwer. Viele Mitarbeiter, die gegangen sind, er musste noch mehr selber, sage ich mal, in die Pflicht gehen und für die Qualität des Produkts sorgen, weil echt viel schief gegangen ist in letzter Zeit. Ja, und so steht er auch jetzt da gerade und brutzelt selber den Döner. Also bahnt sich ihren Weg eiskalt durch die Menge. So, das ist der neue Laden hier. Oha, da ist ja hier drin sogar eine Megaschlange noch. Guckt euch das an. Hier sind wir. Das ist ja ein riesen Laden jetzt. Pferd, mein Lieber. Nee, das kann nicht Pferd. Ich dachte, das wäre Pferd. Von der Seite sah aus wie Pferd. So eine Scheiße, ey. Pferd ist bestimmt da hinten. Guckt euch diese Riesenspieße an. Ich weiß nicht, wie viele Kilo das sind. Bestimmt 150. Kann es euch nicht sagen. Früher war ja ganz Kastenform. Jetzt sind da noch so eine Ecken an der Seite. Wahrscheinlich, weil sie noch größer sind, die Spieße, geht es anders nicht. Und 3 von den Riesenspießen haben wir jetzt am Start. Guckt euch diesen geilen Spieß an. Jetzt haben wir hier den ganzen Laden. Guckt euch das an, Alter, ein Riesenladen. Krass geworden, der Laden. Fährt. Props gehen raus. Fährt hat mir auch immer erzählt, es gibt keine Reservierung hier. Er fühlt es nicht, wenn hier Leute hinkommen und irgendwo steht reserviert. Deshalb, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist das Motto bei Fährt. Das ist ein Paradies hier, wirklich. Also als Essensliebhaber. Hier reinzukommen, ist wie eine Reise nach Mekka gefühlt. Hier pilgern auch die Leute in Massen hin. Also fühlt sich angekommen hier. Boah, da hinten das Brot auch noch. Das zeige ich euch auch mal. Hier nochmal ein Blick von dieser Seite. Hier wird das Brot gebacken. Ah,
Also Leute, einmal kurz vom Bäcker. So ein bisschen Insider-Infos hinter den Kulissen, wie es auch im Döner-Business abläuft. Vielleicht mache ich dazu noch ein extra Video, dann wird es vielleicht sogar nächste Woche kommen. Er ist Ferhats Bäcker, ja. Und ihm haben schon sehr viele angerufen und versucht, ihn abzuwerben, dass er für die das Brot dass in Zukunft backen soll. Einfach nicht mehr in der Arbeit kommt. Ja. Und dafür hätte er viel mehr Geld bekommen. Ah, und du hast Nein gesagt immer? Jeden hat er abgelehnt, der möchte beim Ferhat bleiben. Geil, ja. Geil. Ja, der beste Mann. Ja, Ferhat ist ein guter Mann. Ja, kein Problem. Ajranovic. Oh, mit der roten Paste würde ich aber auch fühlen hier. Oh, das würde ich auch fühlen. Ach, da ist Ferhat. Jetzt siehst du, da ist Ferhat. Wir machen unsere eigenen Pommes von Kartoffeln. Ach, macht der Pommes, jetzt? Ja. Ah. Aber ich habe noch nicht hinbekommen, dass ich das hier mache. Ah, das macht ihr woanders, ja? Nein, ich will hier machen. Ach, willst du hier auch machen? Ich habe die richtige Pommes noch nicht bekommen. Ach ich so. Ich bestelle die Pommes außerhalb Österreich. Ah, ganz von weitem. Okay. Die bekomme ich morgen oder Freitag. Und dann wird das bald eingeführt, ja? Die werden die besten Pommes sein. Geil, geil. Guckt euch das an, dieses wunderbare Ding. Oh, das sieht auch so geil aus. Das finde ich halt auch immer so geil. Hier wird das Brot frisch gemacht. Da bilden sich die Blasen. Traum. Guckt euch an, wie kross das ist. Oh, Traum. Da glüht das Feuer. Auch diese Dinger sind sehr wichtig. Wenn die weg sind, kannst du hier nicht mehr stehen, gefühlt. Boah, das schirmt noch mal ein bisschen. Dankeschön. Jetzt wird's richtig heiß. Wichtig, auch die Ausrichtung, Leute. Ich kann es nur sagen, viel Präzision. Wenn jetzt auf der einen Seite viel Fleisch liegt, auf der anderen zu wenig. Da hast du einen Biss mit viel Salat, viel Soßen, fehlt das Fleisch. Sehr unausgewogen. Deshalb muss auch da das Fleisch richtig verteilt werden. Der Schritt darf nicht fehlen. Guck, wie viel hier los ist. Das ist 12 Uhr oder keine Ahnung, Viertel nach 12. Krank. Draußen noch eine Schlange. Ja, jetzt kommen die bald alle, ne? Dann geht's schneller noch, ne? Ferhat, warum habt ihr die Form verändert? Jetzt noch ein bisschen schräg an der Seite. Es ist achteckig, weil die Spieß größer geworden ist. Ja. Damit diese Seite nicht größer wird als das Feuer. Ah, okay. Und wie viel wiegt der jetzt? Genau, das wissen wir nicht. Kannst du nicht genau sagen? Nein. Oder willst du nicht sagen, ne? Beides, weil die Türen jetzt nicht wiegen. Die wollen auch nicht wissen, dass die Leute über uns Gedanken machen. Ah, okay. Ah, verstehe. Macht Sinn. Also. Ja, ich nehme nur mit Zwiebeln und Tomaten. Was sagst du, Fleisch, wie viel soll ich nehmen am besten? 180 bitte. 180 ist gut, glaube ich. Dann nehme ich 180, ja. So, jetzt kommt mein Döner, Leute. Das sind der Benja Pajama. 180 Gramm Fleisch nehmen wir. Perfekt. Ja, den nehme ich so auf die Hand dann. Dankeschön. Vielen Dank. Oha, da filmt auch jemand. Dann machst du Vlog hier oder was? Ja? Ja. Ah, geil. Gucke ich nächstes Mal genau drauf. Dankeschön. So, wir haben noch einen Platz erwischt. Ein Glück. Hier werden wir jetzt direkt snacken. Die Musik ist mir gerade zu laut, das ist mir zu riskant. Das heißt, ich werde kurz rausgehen. Immer. Ey,
geh jetzt ab, Mann, du scheiß Ständer, Mann. Ich muss meine Kamera so rauflegen, weil mit meinem Ständer passt das nicht da drauf. Mein Ständer ist zu groß. Ein bisschen Angst, weil die das Fleisch wirklich einfach random was rausgenommen. Und da waren noch viel krossere Stücken. Da geiert man natürlich drauf. Das ist nicht ganz so kross gewesen. Da kam jetzt dieser einzigartige Geschmack, nach dem ich gesucht habe. Ich weiß nicht, wie viel rausgeschnitten war, aber ich habe ungewöhnlich lange erstmal nichts gesagt. Der Anfang vom Döner war tatsächlich so, und es war mit Kamera. Wir hatten jede Chance, den Döner perfekt zu machen. Aber am Anfang hat diese krosse Schicht gefehlt. Es war nicht kross genug. Jetzt kommt langsam der Döner, wie ich ihn kenne. Dieser typische, durchdringende Pferd-Rindergeschmack. Kernig, herzhaft, einzigartig. Meine Empfehlung wirklich mit Petersilie oben drauf. Unglaubliche Frische. Und komm hier mit den Zwiebeln und Tomaten. Welt. Also ich lasse das erstmal auf mich wirken. Wir sehen uns jetzt in der Undercover-Runde. Und dann zur Bewertung zum Schluss natürlich. Auch für diesen Döner. Zurück am Start jetzt beim Undercover-Teil. Also ich bin hier noch am Ausgucken, ob ich hier einen Agenten finde. Da sind zwei mögliche Kandidaten. Ja, und ich werde jetzt erstmal in die Akquise, wollte ich gerade sagen. Ich werde jetzt erstmal ein paar Leute anfragen. Moin Männer, darf ich euch einmal was fragen? Hättet ihr Lust, mir kurz, da ist noch keine Schlange, bei Pferd einen Döner rauszuholen? Ihr kriegt auch auf meinen Nacken oder ich gebe euch einen 20 oder so kurz als kleine Entlohnung. Würdet ihr mir einen rausholen? Ich mache Undercover-Action. Ja, ehrlich? Geil. Die Jungs machen für mich Undercover-Action kurz. Danke Jungs, schon mal im Vorhinein. Gerne. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, auf die Hand, also nicht einpacken lassen und nur Tomatenzwiebeln. Keine Soßen, gar nichts. Ich warte hier direkt rechts um die Ecke. Ich gebe euch mal eben Geld mit. Oh, das ist ein Traum, ey. Manchmal suche ich eine Stunde nach Undercover-Agenten. Boah, das sind Ehrenmänner. Vielleicht war meine Stimmung vorhin zu bemerken. Das ist eine Mission, die bringt mir trotzdem Spaß. Aber es ist ein bisschen bedrückend. Wie gesagt, der Ferhat, ich mag den so gerne. Guckt euch ein Video vom Ferhat an. Alter, das ist ein Engel. Also, wenn das jetzt nicht gut läuft, das würde ich nicht so feiern. So, hier warte ich jetzt um die Ecke. Ich halte da nur einmal kurz die Kamera mal vor, weil manchmal steht Ferhat auch schon da vorne. Das wäre natürlich jetzt fatal, wenn er mich sehen würde. Da vorne direkt, da ist gleich der Ferhat. Oh ja. Traue ich mich hinter die Säule? Oha, ich weiß es nicht, Mann. Ach, ich gehe hier nach rechts noch ein Stück. Also, steht auch keiner vor. Von hier kann mich eh keiner sehen. Oder gehe ich noch einen? Nee, noch einen traue ich mir nicht. Der ist direkt hier vorne. Die 2 Meter sind egal. Nur damit ihr Bescheid wisst, warum ich mich hier jetzt nach vorne sneake. Ich will nicht, dass er jetzt irgendwie natürlich kalt wird. Das sind jetzt schätzungsweise 45 Sekunden vom Laden hierher. Das nehmen wir in Kauf. Aber wenn das jetzt da 3 Minuten sind, das wäre unfair. Ja, deshalb wollen wir den direkt hier vorne haben. Ich hoffe, euch hat der neue Laden gefallen. Ihr habt ihn ja eben schon gesehen. Ich habe ihn jetzt an dieser Stelle noch nicht gesehen. Oha. Ich weiß nicht, ob man es von hier sehen kann, aber da ist schon jetzt eine Schlange, ey. Also ich sag mal jetzt so 5 Meter oder so zumindest, 10 Meter. Das um die Uhrzeit. Und der hat ja jetzt schon 3 Spiele. Vielleicht hat er so früh noch keine 3 Spielsängen oder 4 sogar. Ihr habt es ja schon gesehen. Er darf nicht am Laden vorbeigehen jetzt. Nein, ich gehe zum Auto. Du gehst zum Auto? Ja, weil ich habe hier gerade Pferd, hat mich tatsächlich entdeckt hier vorne. Aber er hat mich, ich stand hier, müsst ihr euch vorstellen, er kam von hier, er hat noch niemanden beschäftigt. Du gehst links? Okay, ich gucke, ich vertraue dir. Und kein Anruf aber an Laden, ja? Wirklich, schwörst du? Okay, danke. Der Pferd. Es tut mir leid, dass ich dich überrascht habe. Deshalb musste ich auch sagen, ich fahre jetzt nach Linz heute. Ich habe Pferd gesagt, ich fahre nach Linz. Du, Leute, ich dachte, der Holle wäre in Linz. Wirklich, ich habe ihn zufälligerweise gesehen, dass er hier sich versteckt hat. Und meine Mitarbeiter haben mich nicht gesehen, auch nicht den Holle. Ich habe jetzt gerade zu Holle gesagt, bei mir kann man nicht viel falsch machen, weil Fleisch ist das von mir, Brot ist das von mir. Meine Arbeitskollegen fühlen das nur und die tun das nur runterschneiden. Also, wenn es falsch ist, ist es von mir, nicht von meinen Mitarbeitern. Aber sie können das Fleisch zu dick schneiden, weil sie da merke ich auch, wenn es zu dick ist, ist Feierabend. Meine Mitarbeiter können nur einen Fehler machen, Fleisch verbrennen lassen, zu dick schneiden oder zu roh schneiden. Ja. Mehr können sie nicht machen, weil es ist alles von mir. Also es ist das stimmt, aber wenn sie das machen, kann das komplette Produkt versauen. Der Produkt schmeckt es immer sehr gut, aber um desto dünner, um desto schön geschnitten, ist das besser. Desto besser, ne? Ja. So, ich freue mich, dass ich dich gesehen habe. Ich freue mich auch, Pferd. Ich komme danach, aber
noch, weil im Video zeige ich auch deinen neuen Laden. Ja. Und das kommt zuerst im Video. Deshalb komme ich sowieso gleich noch mit dir rein. Also, und dann guck mir den Laden an. Dass du dich da kein Problem. Ich sag's, kennst du das Alter, das Kaffeehaus? Wir waren dort mit meinem Kaffee trinken. Ach so, ihr habt einen Kaffee getrunken? Ja, ja. Ah, okay. Tut mir leid. Also wir machen so fertig. Du wartest noch kurz mit mir auf die Jungs. Dann guck mir den Döner zusammen ganz kurz an. Okay. Und dann esse ich alleine, weil der Test muss alleine sein. Und dann treffen wir uns im Laden wieder. Hast du das bestellt mit allem? Nee, nur mit Tomaten, Zwiebeln. Perfekt. Ja, so ist gut, ne? So, Jungs, danke euch für den Döner. Pferde ist immer noch hier, ich habe darauf geachtet. Er hat niemandem Bescheid gesagt, gar nichts, ne? Also keine Angst. So, das ist meiner ohne Soße, ne? Ja. Pferd, einmal kurz deine Meinung. Guck mal drauf. Sieht er so aus, wie er sein sollte? Ja, schon eigentlich. Wunderbar, perfekt. Geil. Jungs, vielen, vielen Dank nochmal, ne? Echt sehr, sehr lieb, dass ihr so lange gewartet habt da für mich. Schönen Tag euch. Ciao, ciao. So, ihr habt den Döner gesehen. Jetzt muss ich hier wieder wie ein Knecht stehen, weil ich habe meinen Ständer dabei. Nee, ich habe ihn nicht dabei. Mein Rucksack, scheiße, ich muss meinen Rucksack holen. Aber der passt hier nicht drauf. Das ist so schmal, der Streifen da. So, rein da. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Es ist ganz kross, das Fleisch. Ganz, ganz kross. Ich habe jetzt viele, viele auch wirklich von diesen Pferddönern gegessen. Der Biss ist einmalig, auch das Brot ist einmalig. Es ist wirklich wie ein Semmelbrötchen, wie ein weißes Weißbrotbrötchen, was man aus dem Bäcker kennt. Nicht dieses Baguette, ist wie ein Brötchen, ganz kross außen. Der Biss ist einzigartig, Leute. Du beißt rein. Ist es gar nicht so wie bei anderen. Also klar, du hast 100% Fleischgeschmack. Aber was erstmal durchkommt, ist diese Röstung. Diese Röstung kommt ganz langsam, ganz behutsam irgendwie auch. Wirst hier nicht so überwältigend, bam, und irgendwie, dass du gar nicht weißt, wo hinten und vorne ist. Dann kommt ganz langsam und diese Röstung breitet sich immer mehr aus. Du hast erst ganz viel liebliche Röstung hast du im Mund. Liebliche Zwiebel. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr den Döner esst. Schmeckt euch da rein. Holt den nicht, esst den irgendwie, während ihr mit 8 Leuten gerade gleichzeitig redet oder während ihr auf dem Handy eine Nachricht schreibt. Der Döner ist es würdig, ihm Zeit zu geben. Und dieser Fettgehalt da drin. Eben, ich hatte wieder einen Biss. Erst habe ich nachgedacht, hat so ein bisschen butterig geschmeckt. Warum? Es war das Fett. Es war lieblich. Es hat einfach so einen geschmeidigen, butterigen Geschmack reingegeben. Guck mal, wie viel Fleisch auch. Das ist so basic. Bisschen Petersilie, Zwiebeln, Tomaten. Das ist der perfekte Mix. Pferd sagt es ja auch selber. Guckt euch die Doku vom Lukas an. Über Pferd. Er will keine Soßen. Warum soll ich Soßen machen, sagt er. Soßen macht man, um ein schlechtes Produkt zu übertönen. Klar, nicht falsch verstehen. Es gibt auch die Döner, die geil mit Soßen sind. Ne? Aber hier brauchst du keine Soßen. Und ich finde einfach das, was Pferd in seiner Doku sagt, wie der Döner entstanden ist. Wie erzählt, dass er in seinem Dorf war. Eine Tante, seine Mutter, wer auch immer, hat Fleisch gemacht in einem Topf. Und er hat das angeguckt. Er fand es einfach so faszinierend und geil. Als kleines Kind stand da, seine Tante hat das gesehen. Ich sag jetzt mal Tante. Er hat diesen kleinen Jungen gesehen, der nach dem Fleisch geil hat und so fasziniert war, weil das so lecker aussah. Nimmt dieses Fleisch, packt es in ein Stück Brot, gibt ihm das in die Hand. Und Pferd hat sein Produkt abgebildet. Aus seiner Kindheit. Er hat so gesagt, also er hat eine Fähigkeit. Er kann sich sehr gut an vergangene Sachen erinnern, was den Geschmack angeht. Und er ist ein perfektes Nachbild. Von seiner Kindheit, von dem, was er gegessen hat. Oh, diese Petersilie, es ist so basic und so heftig. Wir sehen uns jetzt direkt bei der Gesamtbewertung mit Pferd zusammen auch. Danke ich mal, vielleicht. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Ich brauche dich gleich, Pferd. Okay, alles klar. Warte, ich komme mal durch. Ich kann auch selber. Ich kann auch selber gerne. So saftig. Samftig, weich, trotzdem kernig und kraftvoll. Ja, oh. Noch einen. Mehr darf ich nicht, Pferd. Ich muss gleich heute noch ein Video machen. Oh, kommst du gleich zu mir nochmal, Pferd? Da ich hier von einem Dorf komme, wir haben alles draußen gekocht. Ja? Mhm. Und wir haben alles eigentlich im Brot. Ich glaube, wir müssen mal nach hinten wegen der Musik. Komm, wir gehen nach hinten nochmal. Dann kannst du da weiter erzählen. Woran erinnert dich dein Fleisch? Nach dem Geschmack, den ich schon als Kind kannte. Also alles natürlich, ohne Gewürze, ohne Zusatzstoffe. Also damals kannten wir nicht einmal Wort Zusatzstoffe. Nee, ne? Nein. Und ihr macht ohne Gewürze auch? Bei unserem Döner ist das nur Salz.
Oh, krass. Ja. Ich finde, dass die Leute einfach den Geschmack von der Natur rausschmecken. Ja. Deutschland, merkst du. Wenn ihr nach Gewürzen rausschmeckt, müsst ihr davon ausgehen, das wurde mit Absicht gemacht, dass der Produkt nach Gewürzen schmeckt. Und nicht nach Fleisch, weil das Fleisch minderwertig ist wahrscheinlich. Nach dem natürlichen Geschmack. Mhm. Ja, das müsst ihr euch merken. Und bitte, die Soßen sind Fett und Zucker. Egal welche Soße. Das ist so, ne? Ja. Kannst du dir eine Soße ohne Fett und Zucker vorstellen? Nee, das in Industrie? Nee, geht nicht. Die wissen, die machen die Leute süchtig damit. Das ist das, was die Leute richtig wollen. Genau. Und wenn sie es rauslassen, dann kommen die Kunden nicht. Leider. Ja, ja. Und Holle, seine Mission ist, sofort rauszuschicken. Ehrlichkeit oder nicht? Genau. Ja. Deshalb frage ich auch so akribisch oft, macht ihr euren Döner selber? Hake hinterher, was für Fleisch benutzt ihr? Weil dann herauskommt, die meisten machen es doch nicht. Aber du weißt es jetzt schon sofort, oder? Mit ich weiß es. Inzwischen weiß ich es, ja. Ich glaube, jetzt inzwischen weiß jeder in Deutschland, ist das Industrie oder nicht, ja, oder? Kann man ja schon davon ausgehen, oder? Auf jeden Fall. Also viele wissen es inzwischen. Und das war meine Mission gewesen. Das ist deine Mission. Also gewesen, du bist ein Pionier der Aufklärung für mich. Das wollte ich vorhin nochmal sagen, was Döner angeht. Dafür Dankeschön an dich auch. Du, danke dir, dass du auch den jeden zeigst. Weil was du sagst, ist es für die Menschen schon sehr wichtig. Wenn du sagst, diese Döner... Oh, macht nichts. Dieser Dönerladen ist sehr gut. Ja. Die Menschen vertrauen dir. Danke, Ferd. Und deshalb auch für euch. Deshalb war ich auch mein Selfmade-Ranking und mein Nicht-Selfmade-Ranking. Und wer mich von Anfang an kennt, weiß, ich habe meine Mission und mein Herz ist immer beim Selfmade-Ranking. Und das ist das, was ich euch beizubringen, auch auf die Quali zu achten. Viele denken, Ferd macht viel Werbung oder so. Aber ich habe noch nie fürs Werbung gegen was bezahlt. Noch nie. Noch nie. Und würde ich auch nicht machen. Mhm. Wenn ich das mache, ist das für mich ein Betrug. Ja? Egal, wer zu mir kommt, sagt, ja, kann ich für dich was machen, fürs Geld mache ich das nicht. Mhm. Stark, stark. Dann mache ich das nicht. Sehr stark. Ja. Das finde ich gut, Ferd. Das finde ich gut. Ich wollte dir mein Feedback von jetzt heute vor meinem Test sagen. Ich war ja mit Kamera da und ohne. Ja. Ferd hat auch noch mal gesagt, der erste Schnitt kann nie so gut sein wie der fünfte, sechste Anschnitt. Ne? Das ist so, es wird immer besser. Weil der Döner braucht ein bisschen, es ist ein Feuer kommt, bis die, und der Döner, der das schneidet, braucht ein bisschen, seinen Grad hat. Ja? Ich versuche es kurz und knapp in Worte zu fassen. Also dein Döner generell und das Fleisch. Gehen wir mal aufs Fleisch ein. Fleisch von Ferd ist ganz einfach mit einer kleinen, kann ich Metapher sagen, zu beschreiben. Ein starker Mann, ein richtig starker Mann mit so einem Muskelberg, müsst ihr euch vorstellen, der aber zeitgleich so sanft sein kann wie ein Bär zum Beispiel zu seinen Kindern. Das ist dein Fleisch. Das hat so eine Power, ist aber zeitgleich auch weich und sanft und einfach nur geschmeidig. Das ist dein Fleisch. Und zu den beiden Tests kann ich dir nur sagen, bei meinem Test eben mit Kamera haben deine Jungs einen kleinen Fehler gemacht. Die haben mir Fleisch gegeben, das nicht besonders kross war. Ja. Deshalb, da habe ich auch gemerkt, dass du bei der Hälfte vom Döner gemerkt, oh, da war er jetzt nicht ganz perfekt, bei der anderen Seite wieder perfekt. Ja. Da bei dem Test kann ich dir nicht mehr als eine 9,4 geben, 9,4. Und der Undercover-Test war sogar noch besser. Danke. Ich würde dir beim Undercover eine 9,6 geben und würde ich mit 2 Komma nachstellen geben, sogar eine 9,65. Danke. Ne? Also insgesamt, egal was passiert, sogar Undercover besser, immer noch der beste Döner der Welt. Danke. Danke. Sehr gerne. Danke. Freust du dich, ja? Extrem, extrem. Und da ich schon sehr bekannt bin, es ist noch mehr Druck. Mhm. Und wenn ich heute 1000 Gäste habe, die glücklich sind, und 10 Gäste, die nicht glücklich sind, für mich sind diese 10 Gäste wichtiger als das, weil die sind hier gekommen, es muss passen. Geil. Sonst fühle ich mich, ihren Zeit gestohlen zu haben, weißt du? Wenn jemand hier kommt und er ist unzufrieden, dann ist das schlecht für mich Ende. Du musst nach Deutschland kommen, endlich, Ferd. Ja, möchte ich hier. Möchte ich hier. Geil, geil. Ja, cool, Ferd. Ich sag euch auch Dankeschön. Oha, Scheiße, wir haben null mit. Gerade ist die Karte alle gegangen. Fair, danke, dass ich hier sein durfte. Du, danke, dass du uns so überraschenderweise besucht hast. Ich dachte wirklich, du wärst in Linz. Ja, ja, ich habe Fair hops genommen, weil er hat Instagram-Videos gesehen, habe ich gesagt, ja, ich bin in Linz. Nicht, dass du denkst noch, ich komme hierher. Ja. Ja, und dann sage ich an euch, danke fürs Dabeisein. Lasst gerne einen Kommentar da, was ihr vom Video haltet. Und lasst gerne den Daumen oben knallen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und liebe schöne Grüße an Deutschland. Auf jeden Fall.